das ist machbar. Sagen wir mal so, es ist machbar. Wenn man sich nicht komplett doof anstellt. Ja. Okay. Ja. Verändern sich die Stürme? Oder war das gerade nur Einbildung? Nein, hier macht das Ding gar nichts. Hier macht das Ding auch nichts, auch nichts, auch nichts, auch nichts. Njum. Okay. Nein. Und durch. Oh. Das ist bestimmt auch schon so eine Zeituhr. Einfach mal durchlaufen. Wow. Das ist deutlich schwieriger als vorher. Sie haben eine Zähne für ein Waffen-Upgrade. Gar nicht gut. Puh. Was mache ich? Ich bekomme Gänsehaut, aber was soll ich tun? Nein. Ich muss da hoch. Uhrwerkbombe. Gut. Ich dachte, das wäre so eine Bombe, die hochgeht. B für die Uhrwerkbombe. Gut. Ab nach oben. Fundbüro. Okay. Hier möchte ich aber keine Sachen abgeben.
Uhrwerkbombe. Hallo? Okay. Geht nicht. Schade. Erstmal nach hier unten. Schon wieder. Ja, die Festplatte macht aber in diesem Moment auch gar nichts. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch zu brauchen. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Aha. Scheinbar haben wir also diesen das Ding da aufgemacht. Keine Ahnung. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Oh mein Gott. Indem du Enter drückst. Super. Hallo? Ja, natürlich! Komm! Was willst du, hm? So. Nein. Wie viele Teile haben wir eigentlich jetzt? Gut. Also RS. Mhm. Gut. Ich bekomme irgendwie Gänsehaut. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Das
Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter, den Schlundern, in die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keine Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Okay. Gehen wir gleich hin, erstmal. Gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Da gibt es was zu sehen. Ja, das weiß ich. Das ist ja interessant. Also. Aber die hat auch eine Zeitbegrenzung. Okay, das Spiel ist krank ohne Ende. Wirklich krank. Ich weiß nicht, wer das programmiert hat, aber es ist einfach nur krank. Ja, es macht aber auch irgendwie Spaß. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich für heute hier aufhören und mal gucken, was mit diesen Hammerlecks passiert immer. Deshalb bis zum nächsten Mal. Haut rein.